Schalten wir mal rüber. Jetzt. Und, sind wir da? Sind wir schon da? Ihr seid live on air! Da ist er, Christian Hallo. Steife! Meine Damen und Herren! Ich sehe dich gar nicht. Du siehst mich noch nicht. Jetzt besser? Ich sehe nur mich, finde ich super. Das kann man so lassen. Ich sehe dich. Und jetzt siehst du mich? Herrlich. Schön, dass du da bist. Und ich sehe, du hast sogar Besuch mitgebracht. Nee, der wohnt hier, ne? Ach, der wohnt da? Der wohnt da, genau. Ich darf ja keinen Besuch haben. Aber du trinkst, schau mal, was trinkst du? Ich habe mir eben gerade einen wunderbaren Weißwein eingeschenkt. Einen Silvaner habe ich heute hier. Was hast du? Ich hätte anzubieten einmal einen japanischen Whisky oder einen schottischen Whisky, der aber in Rumfässern, in karibischen Rumfässern gereift ist. Oh. Ich habe extra auf dich gewartet heute mit dem Trinken. So, ich bin für mich schon ein bisschen spät dran jetzt. Aber ja, natürlich, ja. Ich weiß es sehr zu schätzen. Den schottischen. Ich habe, da wollte ich mich nämlich eben noch bedanken. Wir haben letzte Woche bei dem Schläferz-Twittern, habe ich auch live mitgetrunken dann und habe dann auch gepostet, was ich trinke und habe mir Gin verschiedene eingegossen und habe die gezeigt. Und daraufhin schrieben mir verschiedene Fans auch mit Tipps und einer hat mir welchen geschickt und geschenkt. Hier, ich habe eben bekommen Monastic Dry Gin, der made in silence, der in einem, also steht es hier, in einem Kloster oder so abgefüllt worden. Ja, aber im Moment macht ja jeder Gin, ne? Ja. Also das ist ja das Ding gerade. Man darf nicht vergessen, dass vor 100 Jahren in England haben die das für Abtreibungen benutzt und das war auch, glaube ich, vom Staat sogar subventioniert, um die Armen so ein bisschen bei der Stange zu halten. Ne? Also, aber es funktioniert auch heute noch, das sage ich dir. Es funktioniert auch heute noch. Ich bin ein großer, und der hat mir, jedenfalls wurde mir das geschickt und auch eine Flasche Irish Mist, ein Honig-Whisky-Likör, ja. Irischer Mist aus, ein Originallikör. Wurde mir beides geschickt? Hast du den schon probiert? Nein, noch nicht. Vielleicht mache ich. Ich werde gleich mal nach dem Wein werde ich den mal probieren. Okay. Ich wollte mich nur bedanken. Ich wollte mich live bedanken hier an der Stelle. Und ich habe das Paket bekommen, aber keinen Namen, keine Adresse. Wenn du heute mittwitterst, schreib mir bitte nochmal. Dann werde ich das spätestens dann auch noch probieren. Und ich würde mich gerne revanchieren. Vielen, vielen Dank. Fand ich super nett. Das wollte ich nur kurz noch sagen. Was hast du? Ich habe auch so ein Likör geschenkt bekommen, so ein Whisky-Likör, den ich auch noch nicht probiert habe. Und ich habe auch Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich auch ein wenig. Ja, aber Honig soll ja gesund sein. Wir könnten das ja zusammen machen. Genau. So, jetzt erzähl mal, ich sehe, da ist aber ein wunderschönes, das ist dein Homeoffice im Hintergrund. Ja, ich bin im Roten Salon. Mhm. Hier wird gespeist, hier wird Steuer gemacht. und das ist der Vorhang zum Grünen Salon, wo Musik und Kino und all das andere ist, was man so braucht im Moment. Ich muss aber sagen, weniger hätte ich vom Bernsteinzimmer der guten Musik auch nicht erwartet. Muss ganz ehrlich sagen, ich wohne hier schon ein paar Jahre, aber ich habe hier nichts dran gemacht. Und es ist vor einem Jahr und dann habe ich einfach angefangen, hier bei eBay die Tapete für 17,50 und schon sieht es gut aus. Also, und ich hatte auch nie Deckenleuchten, aber du glaubst ja nicht, was Deckenleuchten, wie toll die sind. Die geben einem Raum echt eine Mitte und also ein Herz. Also ich habe erst jetzt neulich hier im Zuge der Ausarbeitung mitgekriegt, dass das alles Sinn macht, so Inneneinrichtungen und Möbel. Ja, und Licht auch. Licht, auch elektrisches Licht auch sogar. Toll. Ist eine tolle Sache. Ich habe auch gesehen, du postest ja auch ab und zu dann manchmal immer bei Facebook, da habe ich gesehen, dass ja auch gerade du in diesen Tagen das Homeoffice doch viele, viele tolle Dinge entdeckt hast für dich, wie die Spülmaschine. Oder? Ja, Spülmaschine ausräumen fand ich super und dann habe ich gemerkt, einräumen ist noch geiler. Und also das sind Erfahrungen, die werde ich aus dieser Zeit auch mitnehmen und nie vergessen, glaube ich. Also das ist schon, man kommt zu Dingen, zu denen ich mache vieles, was ich eigentlich immer schon machen wollte und noch nicht gemacht habe. Obwohl man auch nicht vergessen darf, dass die Situation natürlich blöd ist und total beschissen. Und dass das eigentlich total für den Arsch ist. Ich war gerade auf Tour und es lief alles super und die Shows waren super, die Fans waren super und mein Frühjahr hätte eigentlich ganz anders ausgesehen und obwohl ich das natürlich absolut richtig finde, dass wir jetzt hier sind und das so machen, das ist natürlich überhaupt keine Frage. Wir hatten auch vor, wir wollten auch eigentlich schläferztechnisch dieses Jahr durch die Lande ziehen und ein paar Sachen machen, alles nicht, müssen wir verschieben. Ne? Aber ich sehe, ich habe auch gelesen, du hast ja auch zwischendurch vertreibst du die Zeit, in denen du mit dir selber Selfies machst.
Ja, weil er fragt ja keiner mehr. Und neulich saß ich und habe mich gefragt, ob ich dann gerne mit mir ein Selfie machen möchte. Und ich wollte aber nicht. Das war sehr traurig. Da bist du dann zickig auch manchmal, ne? Gerade. Ja, doch, klar. Ja, obwohl heute, jetzt gerade als der Herr Rieber noch sagte, und dann habe ich die Kamera noch hochgebaut wegen dem Doppelkinn, mein Gott, da bin ich hier aber losgerannt und habe noch Bücher gemacht. Ne? Also. Ja, dann auch mal welche finden, ne? Bücher. Ah, ja, aber nicht mehr. So, ich habe dann das genommen, Marilyn Monroe, eine Fotosession, das ist ein sehr dickes Buch. Und dann noch eins über Pferde. Ja. Super, passt prima. Sag, natürlich, wenn du schon hier bist, dann wünscht sich die Welt natürlich, gerade wo du sagtest, dass du jetzt ja nicht die Menschen live auf der Bühne beglücken kannst, vielleicht aber doch wenigstens jetzt hier über Facebook. Wärst du bereit, jetzt schon mal so zum Aufwärmen ein kleines Stückchen vielleicht für uns irgendetwas? Ne? Ich habe da lange drüber nachgedacht, weil eigentlich war ich ganz froh, auch mal ein bisschen Ruhe zu haben. Und jetzt machen alle diese Online-Konzerte. Und dann denke ich, da gibt es ja viel besseres Material von mir auf YouTube. Da muss ich mich ja hier nicht hinsetzen. Aber es ist Ostern. Ja. Und wir haben uns ja im letzten Jahr gesehen zu Ostern auch quasi bei 25 Richtig. Jahre Kalt, Bobis Mattscheibe. Ja. Und ich denke, dass auch Ostern ist. Und ich denke, du hast dir sowieso was gewünscht schon. Ja. Und ich habe zufällig eine Gitarre da. Ja. Rein zufällig. Danke, Glück. Der Hund hat die Gitarre deswegen, mitgebracht. Denke ich, soll ich gleich deinen Musikwunsch erfüllen? Oder? Ja, erfüll den gleich. Mach es gleich, denn es ist Ostern und ich finde, da gibt es eigentlich nur ein Lied, was ja auch mit uns in gewisser Weise und Schläferz ja auch sehr verbunden ist, nicht wahr? Es ist unser Lied. Das ist unser Lied. Bitte spiel unser Lied. Es heißt Die dicksten Eier der Welt. Du denkst, du bist ein super Typ. Du hältst dich für den Größten, den es gibt. Und du glaubst, du bist der Geilste hier. Mein Freund, so bitte glaube mir. Wenn du denkst, du hast die dicksten Eier der Welt, dann denkst du nur, du hast die dicksten Eier der Welt. Würdest du sie nur einmal mit meinen vergleichen, hättest du schon lang festgestellt, du hast nicht die dicksten Eier der Welt. Dicke Eier gehen einem nicht auf den Sack. Dicke Eier haben einen guten Geschmack. Ja, dicke Eier sind immer ganz entspannt, charmant und tolerant. Ja, dicke Eier werden viel zu oft verkannt. Wenn du denkst, du hast die dicksten Eier der Welt, dann denkst du nur, du hast die dicksten Eier der Welt. Würdest du sie nur einmal mit meinen vergleichen, hättest du schon lang festgestellt, du hast nicht die dicksten Eier der Welt. Ja, dem einen merkt man's gar nicht an. Doch bei dir, ja, da erkennt man's schon am Gang. Ich glaub wirklich, da hast du dich vertan. Schau sie dir doch noch einmal genauer an. Wenn du denkst, du hast die dicksten Eier der Welt, dann denkst du nur, du hast die dicksten Eier der Welt. Würdest du sie nur einmal mit meinen vergleichen, hättest du schon lang festgestellt, du hast nicht die dicksten Eier der Welt. Stell dir das jetzt einfach 1000 Mal vor, ja, übereinander. Dann ist es jetzt seit 10 Jahren. Bei mir waren immer, egal wie viele Leute da waren, habe ich immer das Gefühl, da waren 10.000, auch wenn da nur 5 waren. Das ist immer eine Frage der Einstellung. Das machst du genau richtig. Ach, war das schön. Vielen, vielen Dank.
Das war schon einmal wunderbar. Und da denke ich auch wirklich immer daran, dass ich ja auch der Einzige, also dazu übrigens auch, es ist nicht Zufall, aber sondern ich denke, es ist Schicksal. Und da hat von oben haben da Mächte mitgespielt. Ich habe ja eben gerade erzählt, wir gucken heute Abend Schläferz selber über online, über Schläflix, Tele5-Mediathek oder die DVD. Und wir gucken heute Abend Hentai Kamen 2. Und du erinnerst dich vielleicht, wer hat da einen Gastauftritt und singt die dicksten Eier der Welt? Ich. Ja. Unglaublich. Ich bin im Fernsehen. Top. Ja, heute. Also nicht im Fernsehen, aber fast. Also überall die Leute, alle, die mitmachen, ja. Und das ist wirklich heute Abend, das wurde über Voting, es gab drei Filme zur Wahl und Hentai Kamen 2 hat gewonnen, dass der heute geguckt wird. Und da wusste niemand, dass du heute bei uns bist. Und dass dieses Lied, das ist jetzt sozusagen ein Teaser auch noch für heute Abend, da können wir es dann nochmal voll genießen, wo wir das wunderschöne Video ja auch da zusammengeschnitten haben, wo du quasi mit diesem Lied die Handlung von zwei Dritteln des Films zusammensetzt. Das ist ganz großartig. Ja, so. Da fällt mir ein die Frage, wann haben wir uns eigentlich das letzte Mal live gesehen? War das im Tempodrom bei Schläferz live? Wir haben uns in letzter Zeit, wir haben uns dreimal live gesehen. Einmal warst du zu Gast, als wir die Arschkrampentour hatten. Dann war ich bei dir in Potsdam. Dann war ich bei dir in Potsdam mit Peter auch. Da waren wir beide da, als wir Schläferz gedreht haben. Ich glaube, das war sogar danach noch. Und dann natürlich im Tempodrom, wo du auch die dicksten Eier der Welt performt hast. Weißt du noch in der Hotellobby? Oh ja. Ja, es war ein legendärer Abend. Wir haben, glaube ich, bis 5, fast 6 Uhr früh irgendwie in der Hotellobby gesessen. Ich glaube 7 und Peters Flug ging um 9 oder so. Ja, Peter hat sich da, das war das nach dem Schläferz-Event im Tempodrom, was wir alle nicht wussten an dem Tag. Wir hatten dann ja, du warst da, Helmut Zernet war da, wir hatten ja noch Gäste von außen, die gekommen waren und so weiter. Bela B. war natürlich da und alle, also was alle vergessen haben, aber vor allem die im Hotel waren, also so wie du mit der ganzen Crew, wie eben Zernet und wie Peter auch und so, die am nächsten Morgen alle nach Hause fliegen wollten. Was keiner vorher gesagt hatte, war, dass Marathon in der Stadt war. Und stimmt. Marathon in der Stadt ist, egal ob Berlin oder Hamburg oder wo auch immer, oder Düsseldorf und so, ich habe das schon öfter überlebt, dann ist plötzlich so, ja, und wie komme ich weg? Ja, keine Chance, gar nichts, ist alles abgesperrt. Ne, das ist noch schlimmer als also Kontaktsperre, wie wir sie jetzt erleben, ist Marathon in der Stadt, weil da geht dann wirklich gar nichts mehr. Und dann wusste Peter nur, er hat keine Chance und ist deswegen quasi direkt, nachdem wir fertig waren mit Trinken, hat er nur so die Sachen zusammengepackt und ist zum Flughafen gefahren, weil da noch offen war und eine Stunde später sollte alles abgesperrt werden. Und hat dann 2 Stunden oder 3 Stunden auf dem Flughafen im Sessel gehangen mit so einem Schädel, völlig fertig, um seinen Flug zu kriegen. Also das war ein harter Absacker dann quasi. Aber wir haben einen schönen Abend gehabt. Das war sehr, sehr schön. Die ganzen 3 Tage waren wunderschön, weil wir haben ja direkt neben Tempodrom gewohnt und wir waren ja schon 2, 3 Tage früher da und das war wirklich sehr schön. Ja, das muss ich auch sagen. Das waren im letzten Jahr hatten wir wirklich 2 der geilsten Geschichten überhaupt. Einmal den Kalkfreitag eben vor genau einem Jahr, wo du auch bei der Gala dann ja dabei warst und wo das große 25 Stunden feiern und die ganze Mattscheiben-Geschichte wieder so im Kopf vorbeigehen lassen. Und dann diesen Event im Tempodrom, wo wir alle gedacht haben, das wird toll. Aber keiner hat, glaube ich, geahnt, wie toll das wird und wie die Leute abgegangen sind und was das für ein Fest war. Und das war wirklich richtig, richtig wunderbar. Hoffen wir, dass wir irgendwann ähnliche Feste wieder feiern dürfen und wieder ähnlich schöne Sachen erleben dürfen. Aber zumindest das haben wir in unserem Herzen. Das kann uns keiner nehmen.